Ist schon ein Lachen da. Schau nach vorn, blick nicht zurück, genieß es, frei zu sein. Jedes Ding hat seinen Platz, am Horizont ist Licht. Gab's denn wirklich im Mittelalter schon ein Dirndl? Gegriffen und Ach, Sauerei, blöde. Vielleicht irgendwas in Blau? Sauberkeit ist nicht alles im Leben. Jetzt erschrecke ich schon von mir selber. Woher kennst du dich so gut aus beim Essen und Trinken? Da ging's zur Burg, ja. Aha, wenn okay. Du schon mal möchtest. Hast du abgenommen? Nein. Ist doch schick. Die waren groß im Kaputtmachen. Waren die Feinde einmal schneller, dann verschwindet sie durch den Keller. Hier in Querfurt heißt der Rettich. Und der war damals schon genauso beliebt wie die Radiesal und die Brezen. Das Glück der Erde, es kommt und geht. Das ist ein auseinandergeschnittenes Fassel. Bei Wind und Wetter hält er stets Wacht, ist bei den Schafen tags und auch bei Nacht. Ich bin begeistert. Ihm fällt es auf, wenn nur eines fehlt, dann sucht er es. Denn jedes Schäfchen zählt. Das wäre für mich nix. Ich könnte mir auf. Das macht das Leben doch so süß. Ein Hund, eine Katze und eine Maus gerieten in Streit, es bebte das Haus. Und es fiel alles um und ging in Scherben. Und allmählich begannen sie hungrig zu werden. Durch die Tür zog der Wind, durch das Dach fiel der Regen. Doch sie waren zu stolz, um Frieden zu geben. Sie fauchten sich an und jagten sich weiter. Den Lärm hörte schon bald ein Straßenarbeiter. Und mit einem Stopp kam er in das Haus und trieb alle drei auf die Straße heraus. Haben Sie das gesehen? Also mir reicht's jetzt. Es wühlt so wie ein Schwein in jeder Scheiße. Ich bin der Andi Borg. Ich komme auch aus einer Schildkrötenfamilie. Was kann schöner sein? Zum Bahndamm schnell, der Zug kommt gleich. Und gleich darauf zum Ententeil. Lateinamerikanische Musik. Der Opa und sein Enkelkind, zwei, die unzertrennlich sind. Guantanamera. Fußballspiel, die Scheiben klirren, miteinander reparieren. Kukurukuku. Tränen trocknen, Taschentuch. Wo ist bloß das Märchenbuch? Die Tiere mit den zwei Höckern, das sind die weiblichen. Nein, blöder Schmäh. Bring mich in meinen lieben alten Heimatort. Ich hab gehört, was ich nicht hören will. Ich sehe jetzt schon meine Mutter zu Hause sitzen. Mein Gott, jetzt wird er ganz narrisch, der Bub. Auf grünen Weiden könnten wir reiten. Schauen Sie sich eigentlich auch so gerne Agentenfilme an, wo die Agenten fremdes Terrain betreten, wo sie dann... Alles klar, Chef, wir gehen jetzt rein. Ich kenne das ja, bei uns fährt man in ländlichen Gegenden damit sogar in die Disco. Na, das ist ja prima. So, und jetzt, hallo, liebes Wüstenschiff,
Sing uns doch was aus deiner Heimat, von der Wüste. Zum Beispiel, wenn ich nur wüsste, ob du mich liebst. Sogar im Nil, das Krokodil ist unzufrieden. Wer Insekten frisst, der frisst auch Schlagersänger. Ich bin hier, Sie erkennen mich an der Frisur. Also ich fühle mich hier wie zu Hause. Da kann man naschen. Nein, das gehört hier nicht hin. Schauen wir mal. Hallo, liebe Schnitzerl, wir sind vom MDR, wir bringen euch groß raus. Das wäre schön, wenn wir zwei spazieren gehen. Ich weiß, was dir fehlt, ein Mann, der dir kalt Märchen erzählt. Wenigstens so ein bisschen nur. Ja, du kannst probieren. Wäre möglich? Ja. Okay. Eines saumäßigen Moderators. Sch, wie Schawein, M-E-N-S-C-H. Ein Mensch sollst du sein, ja, ein Mensch.